Hallo, es kommt zurück zu Let's Play, The First Templar. Wir machen hier weiter, wir sind im letzten Part. Die Belagerung von der Stadt Acker aufgehoben, sind jetzt in Askalon hier gelandet mit so einem Boot. Haben auch schon den ersten Bewohner dieser schönen Insel kennengelernt, nämlich den Assassinen. Das ist noch mehr und die vertröschen jetzt langsam. Ja, meine Spezialattacke, das ist sehr fies. Dann können sie so rumrollen. Ich denke wirklich, es bringt irgendwas. Keine Seele, sagt ihr? War wohl ein Irrtum. So, ich tue jetzt mal Fähigkeiten Level, weil das hat ja nicht gespeichert. Also wir holen uns nochmal hier den Vorstoß. So, sind wir bei den 2000ern angekommen. Gesundheitskugel. Zwischen Impulskugel. So. Die Marie noch. So. Der Strand auf jeden Fall. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was uns hinter der Ecke erwartet. Anscheinend verhören die Haschischin diesen Mann. Das kann unangenehm werden. Bringt mir eigentlich das Y-Token gar nichts, oder? Worauf mal an. Ja, nicht. Aber ihr seid ein Christ, ein Templer. Warum habt ihr mir geholfen? Zunächst einmal, ich bin ein Mensch. Ihr werdet es nicht glauben, aber er hat geschworen, den Hilflosen beizustehen. Dann helft uns, edler Herr. Die Haschischin töten jeden. Weshalb? Sie sagen, man muss entweder sein Gold oder sein Leben hergeben. Sie wollen uns aus der Stadt vertreiben, aus unseren Häusern. Wir werden sehen. Sie haben einige arme Männer eingesperrt. In Häusern, überall in der Stadt. Um sie lebendig zu verbrennen. Zeigt uns die Häuser. Ja, und ich lasse auch die Tore für euch öffnen. Aber ihr müsst nah bei mir bleiben, sonst bin ich so gut wie tot. Die Haschischin. Fokus in ihn ist logischerweise. Jetzt wartet doch, Dude. Mein Gatte hat mich verlassen und sich den Templern angeschlossen, um für ein höheres Ziel zu kämpfen. Ich musste Nonne werden und er darf mich nie wiedersehen. Seinem Orden dürfen nur Männer beitreten und er hat geschworen, strikt das Zölibat einzuhalten. Ihm wurde gesagt, dass er nie wieder eine Frau küssen darf. Weder mich noch seine Mutter oder Schwester. Küssen gilt als unziemlich und kann gefährliche Leidenschaften hervorrufen. Mein Mann wurde sogar davor gewarnt, Frauen auch nur anzusehen. Johanna von Vergy, Nonne im Kloster Mont-Saint-Michel. Jo, hallo Sache. Obwohl er selbst gefälligst warten, ich habe jetzt Wichtiges zu tun. Kiste öffnen zum Beispiel. Tun. Da steht er ja. Ich sehe schon, da kommen noch ein paar Freunde. Wer zuerst? Hm.
Jo, der hat sie einfach angesprungen. Was willst du denn von mir? Der massive Jump. Ey, lass in Ruhe. Nicht abstechen. Sie werden nicht mal wissen, was sie gefällt hat. Warum lässt die Magie sich eigentlich immer treffen? Hilfe! Rettet mich! Das ist dort drüben. Die Männer sind im Inneren eingeschlossen. Vorsicht! Ich höre noch mehr Hashishi. Sollte ihn in Ruhe lassen. So, mit deinem Ruge Hüpfer kannst du es entkommen. Cute. Rennt da ruhig noch ein bisschen weiter, schon mäßig ist. Auf euch, weil ihr den Hilflosen beisteht und dergleichen. Ihr nehmt mich wieder auf den Arm, richtig? Edler Herr und Dame, wir sollten uns beeilen. Zwei weitere Häuser stehen immer noch in Flammen. Guck vorher, ob ich denn wirklich alles hab. Ja, okay. Wenn die ganze weiter rennt, habe ich keinen Bock zu verpassen. Deswegen. Vorwärts! Oh, ich bin sogar von den Tischen, ey. Ich geh auf ihn. Hey, komm auf damit. Zack. Schwitz. Einmal hast du Chest. Geht vor. Boom. Oh, wir sind schneller. Nice. Hashishi! Auf den Dächern! Wundert mich nicht. Dort drüben, das zweite Gebäude. Ich wage es nicht, mich zu nähern. Ich warte hier. Bitte, beeilt euch. Nein! Hashishi!
Nice, Silio. Das ist das dritte Haus. Da drüben. Wir treffen uns am letzten Tor. Ich dachte gerade, es wäre eine Truhe hier drin, ey. Das wäre fies. Ihr habt uns geholfen. Was können wir für euch tun? Wir müssen in die alte Zitadelle. Dann kann ich nur wenig für euch tun, Freunde. Folgt der Straße von diesem Tor aus. Ich werde es hinter euch schließen. Die Haschischin sind überall auf der anderen Seite. Ihr seid auf euch allein gestellt. Möge der Allmächtige euch auf eurem Wege leiten. Tja, Ex-Junge. Da kommen sie, moin. How are you? Die gehen mir auf die Nerven. Es kommen einfach ständig neue. Wie gibt's denn euch eigentlich? Hör auf mit deinem Hüpfe. Danke. Herr, sei dir gnädig. Mit euch, Freund. Ihr wirkt verängstigt. Das bin ich auch. Und ihr solltet es ebenfalls sein. Wie meinen? Durch das Nordtor kommen viele Haschischin gestürmt. Ihr solltet das Tor schließen. Das würde euer Leben sehr erleichtern. Schließt auf, wie die Zeit abläuft. Uiui. Seid auf der Hut. Hallo, Jungs. Magie, bleib nicht zurück, so überlebst du uns nicht. Er ist aber umgefallen. Swipe Kick. Die Haschischin sind in der Stadt gefangen. Also schön, ich gebe es zu. Der Dorfbewohner hat uns geholfen. Es ist durchaus sinnvoll, anderen zu helfen. Manchmal zumindest. Magie schon so einer. Kein Wunder, dass sie sich auf den Scheiterhaufen gebracht haben. Zu der Zeit. Oder bringen wollten. Danke, das meine ich. Uns nicht hier zurück. Wir brauchen eure Hilfe. Nicht schon wieder. Bitte, oh ihr Edlen. Wir schaffen es nicht bis zum Westtor. Und was sollte euch daran hindern? Wer sonst? Die Haschischin.
Sie sind überall auf der Straße zum Tor! Wir kommen niemals lebend zu unseren Frauen und Kindern! Und die halten ohne uns nicht lange durch! Wir haben schon mehr als genug getan, Célian. Wir sollten direkt zur Zitadelle gehen. Das hier hält uns nur auf. Wir sollen also einfach den Blick abwenden. Wir sind nicht gerade eine Armee, wie ihr wisst. Nein, aber außer uns kann ihnen niemand helfen. Unsere Familien ließen sie gehen, aber wir wurden festgehalten. Wir wissen nichts über einen Schatz, Herr. Wir wagen es nicht weiterzugehen. Wir schließen wieder zu euch auf, sobald die Haschischien fort sind. Guten Tag. Wir haben uns entdeckt. Bitte uns ey. Umgerammt. Herr, sei ihren Seelen gnädig. Oh, neue deutsche Marie. Ganz hübsch. Deutsche. Wir schulden euch beiden unser Leben und das unserer Kinder. Ich entbinde euch mit Freuden von dieser Schuld. Beschreibt uns nur den Weg zur Zitadelle. Geht zurück auf den Platz und dann in Richtung Großer Turm. Folgt anschließend dem Holzgerüst bis zum Tor der Zitadelle. Aber Vorsicht, die Haschischien versammeln sich häufig dort. Aus irgendeinem Grund hat die Zitadelle ihr Interesse geweckt. Warum wohl? Gibt es noch irgendwas? Oder ist aber nur nichts. Ein großes Nichts. Kann ich ruhig mal aufwischen. Dann könnten wir mal wieder ein bisschen EP, also wir haben wir nicht, also für Anfänger reicht's, aber. Ich würde schneller von einem Niederschlag. Guck mal, können wir noch packen machen. Packt einen Feind, macht ihn kurz bewegungsunfähig. Das scheint der Weg zur Zitadelle. Der lässt es sein. Zu sein. Seid ihr sicher? Stellt niemals den weiblichen Orientierungssinn in Frage. Die Haschischien dort drüben sind ins Gespräch vertieft. So wisset denn, dass ich gerne lausche, wie alle Frauen. Habt ihr gehört? Ein Templer hat welche von den unseren getötet und den Einheimischen geholfen. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir versagen, sind wir tot. Seht lieber noch einmal nach. Ich halte Wache und decke euren Rücken. Das ist nicht so gut gedeckt, mein Lieber. So.
So ein Judikat. So. Den holen wir uns auch noch. Zack. Hi. Das versagt man lieber. Tut dir nur Deutsch. So viele Münzen. Habt ihr euch je gefragt, wie viel Gold ihr wohl tragen könnt? Wir sind nicht hier. Wegen des Goldes, Marie. Ich weiß, ich weiß. Ich konnte nichts dagegen tun. Frauen sind ebenso, wisst ihr? Mich interessiert vielmehr der Inhalt der verschlossenen Truhe da drüben. Haben wir schon. Man kriegt dann noch die Marie neue Sachen. Man kriegen wir nie mal wieder neue Sachen. Ich muss verarschen. Okay. Ich kenne die Level alle hier nicht. Ich sage, die haben nichts. Spoilert euch ein bisschen. Das so, können die beiden jetzt auch noch Stealth ausschalten. Das wäre jetzt. Oh, nee. Dann können sie auch nichts sehen. So. Würde ich sagen, dann machen wir einen Cut. Ich denke, euch zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wenn sie da ist, der First Templar. Bis dahin.